meine Lieben, willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war wieder bei Netto einkaufen. Wir haben heute übrigens den 22.11. und es ist jetzt so, wartet, 17.49 Uhr, also eine sehr, sehr ungewöhnliche Zeit, um für mich einkaufen zu gehen. Ich habe die Woche Frühschicht und mir ist das morgens alles so stressig. Der Laden macht um 7 auf und ich fange um 8 aber an. Und das schaffe ich nicht. Will davor auch noch in Ruhe mit dem Hund gehen, will hier in Ruhe morgens meinen Kaffee trinken, bevor ich mich dann auf die Arbeit vorbereite. Und da ich ja nicht einkaufen gehe und alles gleich wegpacke, sondern euch das ja einmal zeigen will, und das dauert halt auch alles immer noch einen Moment, reichte mir das einfach frühst nicht. Und deswegen habe ich entschieden, ich gehe heute einkaufen. Denn ich kriege am Wochenende Besuch. Karl kommt. Den habe ich mir auserkoren für meine eine Weihnachtskiste. Ich komme da nicht ran. Ich bin einfach zu klein und Karl ist schön groß und der kommt da locker ran. Und ja, und deswegen bekommt er dann als Dank Stück Lebkuchen. Und wir wollten dann was zusammen kochen. Und zwar eine Käselauchsuppe. Das war auch der Grund, warum ich heute schon los bin, weil das alles bei Netto im Angebot war. Und was gab es nicht? Genau, die Zutaten. Das heißt, ich werde jetzt die Tage, nee, nicht die Tage, Samstag, ganz früh los, um die Sachen dann einzukaufen. Kali kommt, glaube ich, so 14 Uhr, 14.30 Uhr. Und bis dahin will ich dann auch den Lebkuchen gebacken haben und vielleicht auch schon die ersten Plätzchen oder so, dass er einfach ja, einen tollen Tag mit seiner Besten verbringt und dann auch einfach mal die Füße hochlegt. Bezahlt habe ich bei Netto um die 55 Euro. Ich glaube 55, 76. Ich habe Zutaten für den Lebkuchen gekauft, die natürlich nicht in meinem Wochenbudget drin sind, deswegen ist es ein bisschen mehr. Und ich habe noch Katzenleckerchen gekauft, weil ich mit Silke ein Weihnachtspaket mache. Und wir hatten uns neulich darüber unterhalten, was die Tierchen halt dürfen und nicht. Und da sie auch schon zwei Senioren zu Hause hat, haben wir uns dann auf Knapperstänkchen geeinigt. Und die habe ich jetzt gekauft. Und dann hoffe ich, dass Sammy und Gino sich drüber freuen. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist Clara, wie immer. Sie weiß, ich komme vom Einkaufen. Und natürlich ist auch was für Clarissi mit dabei. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, was ich gekauft habe. Das erste seht ihr schon, ein Sixer Wasser. Ich war letzte Woche krank. Ja. Und brauchte ein bisschen was, weil ich halt kein Brot und so mehr hatte. Und dann habe ich mich mit Ulis Mann kurz geschlossen, weil Michi Zeit hatte. Und dann war der Gutste für mich einkaufen. Hatte mir auch Wasser mitgebracht. Davon sind jetzt noch 4 Flaschen übrig, weil von meinem anderen hatte ich halt noch was da. Aber ihr wisst, wenn man krank ist, man trinkt halt viel, viel mehr. Und ja, ich habe mir jetzt einfach noch einen kleinen Sixer mitgenommen. Das ist das Medium Wasser. Das mag ich sehr, sehr gerne. Die anderen Sachen, die er mir mitgebracht hatte, waren noch Brot und Orangen, Kartoffeln, Suppengrün und Huhn. Und ich habe mir dann letzte Woche erstmal eine Hühnersuppe gekocht, von der ich, glaube ich, 3 Tage gegessen habe. Ich habe auch noch Huhn und so übrig. Und ich muss ehrlich sagen, dass bei Netto, also Fleisch, es war wie ausgeräubert, gab es nicht. Ich musste mir da ein bisschen was überlegen, was ich dann so mache. Aber naja, so, wir fangen mal hier mit der Tüte an oder machen weiter vielmehr. Ich habe ein Toastbrot mitgenommen, einen Vollkorntoast, 99 Cent. Ja, mag ich ganz gerne am frühen Morgen. Dann zum Backen Mehl, war in der Werbung, 79 Cent habe ich mitgenommen, die Typ 405 Weizenmehl. Ja, wie gesagt, ich will Lebkuchen backen. Und ich möchte Plätzchen backen und deswegen habe ich halt so ein bisschen Sachen dafür gekauft. Unter anderem eben auch Vanillezucker, 39 Cent. Dann noch so eine Margarine fürs Backen. Oh Gott, seht ihr das überhaupt? Ich habe die Kamera heute ein bisschen anders, also Stativ viel mehr. Ich hoffe, es geht. 1,29. Ja, die kann man zum Braten, Kochen, Backen, Brotaufstrich benutzen. Milch, da kommt noch eine, 99 Cent, 1,5 für meinen Kakao oder auch für meinen Kaffee. Jo, für Clara, leckere Streifen. Bei uns heißen diese Dinger auch liebevoll mit und ohne Zähne, weil die so weich sind. Das heißt, das kann auch ja, ein kleiner Hund essen und halt ein Alter, der schon ein paar Zähnchen verloren hat, wie Pipsi halt. Und deswegen ja, die 59 Cent, glaube ich, die habe ich ganz, ganz lange nicht gekauft. Aber es war auch da wie ausgeräubert und ich wollte ihr halt was mitbringen. Und dann habe ich gedacht, ne, kriegt sie das. Ja, also kriegt nicht die ganze Packung davon an einem Tag.
Also die reichen halt schon so ein bisschen. Und ab und an sehe ich auch Jens beim Gassi gehen und dann kriegt Linus auch den einen oder anderen ab. Jo. Genau, so mache ich weiter mit meinem Rucksack. Es gab in der Werbung Mangos. Eine kostete 2,38 Euro. Ganz komische Zahl. Und wenn du zwei gekauft hast, hast du nur 1,60 Euro bezahlt. Und dann habe ich natürlich zwei mitgenommen. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen reifen. Und dann gibt es lecker Mango mit, ich habe noch ein paar Orangen dazu. Und das dann zusammen. Ne? Also hier die Mangos. Ja, hier dann die berühmten Stängelis. Gekauft einmal mit Lachs. Ich hoffe, die essen das. Und dann gab es hier noch so einen Mix. Da ist Rindpute, Truthahn, Huhn, Ente mit Leber und Truthahn. Naja, für die beiden Schlingels. So, dann ja, Lebkuchengewürz. Gibt es bei uns hier momentan so, so schlecht. Immer wenn ich es haben wollte, war es ausverkauft. 1,39 von Ostermann ist mit das Beste. Es gibt noch eins bei Kaufland von der Firma Müller. Das ist auch nicht schlecht. Hat immer so um die 40 Cent gekostet. Was dir sehr kostet, keine Ahnung. Aber das gibt es halt irgendwie nur bei Kaufland. Und jetzt habe ich mich halt dafür entschieden. Wenn nachher die ganzen Weihnachtssachen rausgehen, dann werde ich davon ein bisschen was horten. Ich habe letztes Jahr nichts kaufen müssen, weil ich von davor das Jahr was hatte, weil ich das halt auch im Sale alles gekauft habe. Und ja, brauche ich. Genau. So, dann habe ich noch eine zweite Milch gekauft, hatte ich euch ja gesagt. 99 Cent. Dann habe ich mir eine Packung Gewürzgurken. Packung ist gut, ist ein Glas gekauft. Die sind mit Honig, die sind lecker. Die gibt es noch mit Chili und Kräuter. Die mit Kräuter mag ich nicht, die mit Chili sind mir zu scharf, aber die sind super, super lecker und haben 99 Cent auch gekostet. Ja, das Glas ist da oben ein bisschen, aber das tut dem ja keinen Abbruch. Im Eingangsbereich gab es Kerzen für 1,29. Ja, seht ihr, das ist auch noch das, was ja nicht ins Wochenbudget eigentlich passt, aber ja, 1,29 diese zwei, das riecht nach Mandeln. Richtig, richtig lecker. Carina, es könnte was für dich sein. Und das ist die Sorte im roten Glas, Funky Christmas. Riecht nach bisschen Bäckerei, bisschen Glühwein und noch irgendwas Pudriges. Aber gut. Ja, und für die beiden habe ich mich entschieden. Da gab es auch noch Vanille und noch irgendeine Sorte, aber ich wollte die beiden. Genau, ich stelle die mal nach hier drüben, dass ihr dann die anderen Sachen noch besser sehen könnt. Ja, und dann für meinen Lebkuchen brauchte ich noch Zuckerrübensirup. 1,59. Ich mag es am liebsten aus dem Glas. Es gibt es noch von Graf irgendwas. Das kommt in so einen Pappbecher. Das mag ich nicht, weil das klebt ja wie Hulle, das Zeug, ne? Aber wenn man sich da einmal verschüttet oder so, dann klebt dir der ganze Kram sonst wo. Und so kannst du das im Glas schön abschwenken und dann hängt der Rest im Glas, ja. Kann man auch so aufs Brot essen? Ich bin da kein Fan von. Ich kaufe das Ding tatsächlich nur Richtung Weihnachten, um die Lebkuchen zu backen. Ja, genau. So, dann für 55 Cent war in der Werbung von Glasshäger die Zitronenlimonade. Davon habe ich zwei mitgenommen. Hier ist die zweite. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu meiner Tüte. Ich habe mir Wintersteaks mitgenommen. Die sind schon fertig mariniert mit Paprika und Pfeffer. Die werde ich mir den einen Tag im Ofen machen und dann so mit Zwiebelringen drüber legen. Zwiebeln habe ich halt noch. Und das dann auf eine Stulle packen, habe ich mir schon überlegt. Wird wahrscheinlich Sonntag soweit sein. Dann gab es 30% auf alle Knorrartikel. Und da habe ich mir mitgenommen Penne mit Brokkoli. Muss schnell gehen die Woche. Ich habe Frühschicht. Ich habe keine Zeit. Also ich habe halt nur eine halbe Stunde Mittag. Und da muss es halt fix gehen. Und deswegen sowas. Oder eben, was ich noch im Gefrierschrank vorgekocht habe. Ich habe noch eine Packung
Nicht Erbsensuppe, Kürbissuppe. Die muss ich dann jetzt auch noch mal die Tage essen. Dann, da ist mein lieber Kollege Björn schuld. Er hat neulich kurz über Teams telefoniert und ich habe gemerkt, der ist am Essen. Und da sage ich zu ihm, was isst denn du da? Ja, Kartoffelpuffer. Also, falls du das Video siehst, liebe Grüße an dich. Kartoffelpuffer. Ja, musste ich mir dann auch einmal holen. Ich hatte echt Bock drauf, 1,19. Und kann ich dann auch mal jetzt fix hier so machen, ne? In der halben Stunde sind ja noch warm machen quasi. Jo. Dann habe ich mir noch einmal American Style die Frippen gekauft, also Pommes. Mag ich auch sehr gerne. Frittierte Sonnenstrahlen. So, dann habe ich mir einen Geflügelsalat wieder mitgenommen, also fürs Brot. Dann war diese leckere Limonade für 88 Cent zu haben. Da habe ich mir jetzt einmal die Sorte Granatapfel und Orange mitgenommen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist nicht so süß. Und das, die halt gerade habe ich zweimal mitgenommen. Kommt immer halt noch Pfand oben drauf. Und da müsste noch irgendwo eine Sorte kommen. Denke ich. Naja, wir gucken mal. Dann waren die Radieschen runtergesetzt auf die Hälfte. Und jetzt hat mich das Bund nur noch 40 Cent oder so gekostet. Und das gibt es nachher gleich zum Abendbrot. Weil ich hatte mir auch Brot noch mitgenommen. Hier ist es. Und zwar so ein Weizen, oh Gott, entschuldigt, so ein Weizenbrot halt, ne? So ein einfaches, und das wollte ich mir dann nachher mit ein bisschen Butter und dann die Radieschen, die gleich einen Abflug machen, so ein bisschen drauf, ein bisschen Salz und dazu dann wahrscheinlich eine so eine Limo. Ja, das ist der Plan. So, dann nach langen, ich glaube 3 oder 4 Monate, gab es jetzt wieder diese 3-in-1 Kaffeesticks, 1,79. Muss schnell gehen manchmal. Oder manchmal habe ich eben keine Milch da oder nur noch so wenig und dann ist das hier ein super Ersatz. Also mag ich sehr gerne. Ist so ähnlich wie das von Jakobs, bloß halt günstiger. Das war mein Glas Marmelade, zeige ich euch gleich. Aber vorab einmal Eis Sandwich. Liebe ich sehr. Ist gut. 1,89. Dann habe ich diese Hähnchenbrust fürs Brot mitgenommen, 1,19 und Kassler war für 1,39. Ja. Natürlich für den Hund die Leberwurst, diesmal mit Schnittlauch. Ja, auch es war wieder, wie gesagt, alles schon total leer gefüllt, ne? Dann habe ich Eier mitgenommen, die brauche ich zum Backen. Die gab es für 30% weniger, die sind noch bis 30.11. haltbar. Ab 24.11. müssen sie in die Kühlung. Kriege ich bis dahin verbacken, weil ich ja, wie gesagt, Kali kommt und ich will Kekse backen und ich will Lebkuchen backen und brauche ich eben Eier und deswegen nochmal welche mitgenommen. Ja, dann für den Lebkuchen Orangenat zweimal 39 Cent. Dann habe ich noch Rittersport, Rumtraubenuss. Ihr kennt mich. 79 Cent die Woche, deswegen. Und fürs Brot Edelsalami. Ich mag eigentlich nicht so gerne Salami, aber irgendwie hat es mich angelacht und manchmal habe ich so einen Hieper, ja, mitgenommen. 1,39. Dann brauchte ich noch eine Taschentücherbox. Habe ich mir die ausgesucht. Das andere war mir zu sommerlich. Und jetzt habe ich gedacht, auch so mit ein paar Oldtimern. Ist schon ganz nett, 1,25 für die 100 Tücher. Noch mehr Lebkuchengewürz, wie gesagt, gibt es nicht. Das ist Wahnsinn. Von Wagner die Piccolinis waren für 1,69. Ich habe die Sorte Speziale mitgenommen. Muss schnell gehen die Woche, hatte ich erwähnt. Ne? So, dann habe ich mir noch so eine Kirschmarmelade mitgenommen. Mit Schwarz- und Sauerkirsche. Aktuell noch 86 Cent. Bei Penny, ich war gestern kurz bei Penny. Warum war ich bei Penny? Achso, ich wollte gucken, ob die Lebkuchengewürz haben. Hatten sie aber nicht. Und dann wollte ich halt eine Marmelade schon mitnehmen, wegen auch Plätzchen und so. Und 1,79, 1,59, auch die Eigenmarken fand ich echt spannend.
dass es bei Netto tatsächlich günstiger ist als bei Penny. Und jetzt habe ich die mitgenommen. Die hatte ich schon mal, die war gut. Ja, da sind so Stückchen drin. Also wer das nicht mag, Finger weg. Dann in der Werbung auch Geramon. Den mache ich mir einen Tag im Ofen, mache mir dann so ein paar Toastscheiben dazu und dann so einschneiden und dann so rauslöffeln. Ja, das ist das dann auch einen Tag. Dann habe ich mir noch eine rote Grütze mitgenommen. Die ist sehr, sehr lecker. Mit Vanillesoße gleich drin. Ja. Ach ja, für den Hund nochmal so eine Sticks hier. Ich weiß gar nicht. 89, 85 Cent irgendwie so. Dann habe ich nochmal von dieser Limonade die hier mit Clementine mitgenommen. Die ist auch sehr, sehr lecker. Deswegen noch einmal die. Einmal Backpulver für 59 Cent. Kuchenglasur für den Lebkuchen. War ein Reduzierschild drin, ich glaube 86 Cent für den Bottich. Ich habe noch einmal, aber ja, kannst du im Wasserbad oder Mikrowelle machen. Mikrowelle habe ich nicht, also Wasserbad. Und für knapp 40 Cent habe ich mir noch einen Kohlrabi mitgenommen, weil abends ist bei Netto ganz oft so, dass die viele Sachen, die halt frisch sind, also ne, Kohlrabi und Radieschen und so, was sie nicht ganz so lange hält, dass sie es dann auf 50 Cent auf die Hälfte reduzieren. So, jetzt haben wir es auch mit den 50%. Ihr Lieben, Tüte ist leer. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bei eure Foxy.